Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Shiny Rogue 3. Heute stelle ich euch eine neue, richtig geile Aufstellung vor. Es ist ja heute Freitag und heute muss Foot Champions rasiert werden. Ich zeige euch auf jeden Fall erstmal meine Mannschaft, mit der ich Foot Champions, ich muss mich diesmal qualifizieren, mit der ich Foot Champions mich qualifiziert habe. Ist natürlich Full Silver Team. Wir haben jetzt einmal da die Mannschaft und mit dieser Aufstellung will ich euch zeigen. Das ist die 4-3-1-2. Die Mannschaft besteht hier aus russischen Spielern, also beziehungsweise russische Liga, belgische Liga und einmal, wir haben hier englische Liga. Kommen wir mal zu der Anweisung. Zu den Spieleranweisungen ist eigentlich ganz simpel, ganz einfach. Wir haben die Verteidiger hinten bleiben und Stürmer einfach Abwehr überlaufen. Und Rest wird eigentlich alles von alleine getan. Ja, die Spieler machen komplett den Rest. Die müssen nur auf die Arbeitsraten achten. Zeige ich gleich bei meiner anderen Mannschaft. Und die Spieler gehen auf jeden Fall ab. Der hat auf jeden Fall bei mir 3 Spiele, 3 Tore. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Fasulin, ja, 5 Spiele, 3 Tore. Diesmal haben wir natürlich den ZOM nicht auf alle Freiheiten. Mal was anderes. Und dann haben wir auch unsere individuelle Taktik. Standard ist ja überall 50 und wir haben da ein bisschen was erhöht. Wir haben einmal beim Aufbauspiel, bei der Geschwindigkeit haben wir 60. Passspiel haben wir 50, also Standard gelassen. Geschwindigkeit, die Aufstellung ist sehr, sehr, sehr geil für Konter. Passspiel haben wir bei 50, Positionsspiel geordnet. Passspiel bei Chancenverarbeitung, das heißt praktisch für Konter. Haben wir einmal 60, braucht ihr auch, also ihr werdet jede Abwehr richtig wunsch spielen, das ist extrem geil, bei Kontern ist es so overpowered, die Aufstellung, das ist einfach nur krank. Dann haben wir Flanken, haben wir gelassen, Schussverhalten, haben wir hier 70, manchmal nehme ich auch die 60, also ihr könnt ein bisschen variieren, ja, kann man auch bei 70 lassen. Positionsspiel, wie auch bei der 4-1-2-1-2, könnt ihr euch entscheiden, freie Wahl oder geordnet. Bei der Verteidigung, da wir natürlich sehr, sehr, sehr offensiv stehen mit der Verteidigung oder beziehungsweise mit der Aufstellung, ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Aggressivität haben wir jeweils bei 60. Verschieben 50, Standard gelassen, das reicht auch. Ihr werdet sehen, die Abwehr steht wie eine 1 und Verteidigungslinie abschirmen. Und das war eigentlich meine individuelle Taktik zu der Aufstellung. Ich zeige euch nochmal meine andere Mannschaft. Wir haben hier einmal die Jonas-Mannschaft. Hier sehen wir, was ich jetzt gesagt habe mit Arbeitsraten. Wir haben hier jetzt einmal, wichtig ist, dass der auf jeden Fall hoch hat oder beziehungsweise auf jeden Fall die Verteidigung Arbeitsrate hoch ist. Kedira hat natürlich auch hoch. Ist ein richtiges Monster in der Verteidigung, das ist unfassbar, der holt jeden Ball mit 85 Füßen, ist ja auch kein Wunder. Und hier haben wir nochmal Fernandinho, da könnt ihr auch irgendeinen anderen Spieler nehmen. Also wichtig sind diese beiden Positionen, also praktisch wo Asamoah ist und wo Kedira ist. Das war's, meine Freunde. Diese kleinen Tipps gebe ich euch auf den Weg fürs Wochenende, damit ihr Foot Champions auf jeden Fall rocken und rasieren könnt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich natürlich mich über ein Abo und über ein Like freuen. Ihr kennt ja das Prozedere. Viel Spaß, schönes Wochenende. Haut da rein. Ciao.